Tribute to Martin Luther. Das ist eine musikalische Zeitreise ins 16. Jahrhundert. Am 31.10.1517 hat ein junger Augustinermönch in Wittenberg 95 Thesen an eine Kirchentür genagelt. Danach war die Welt nicht mehr die gleiche wie zuvor. Mich haben schon immer Lieder interessiert, die von Menschen über hunderte von Jahren gesungen wurden. Das sind dann wirklich Evergreens. Kirchenchoräle sind solche Evergreens. Luther Reloaded. Eine Art musikalische Reformation. Meine Kirchenorgel ist eine Hammond und der Posaunenchor ist eine funky Big Band, wie hier bei Eine feste Burg. Ich lache, weil ich unter... Martin Luther war der erste Popmusiker der Kirche. Er hat Volkslieder von der Straße geholt und sie mit neuen Texten ausgestattet und daraus wurden Choräle. Das ist für mich eine Steilvorlage, diese Songs neu zu interpretieren. Mit Rock, Pop, Jazz und auch klassisch. Viele Musiker aus ganz Europa, aber auch meine beiden eigenen Söhne Max und Paul haben dazu beigetragen, dass Luthers Lieder auch heute noch zeitgemäß sein können. Deshalb A Tribute to Martin Luther.